Hallo, hier ist Felix, hier ist mit Mega Man Zero 2 im Hard Mode. Irgendwie muss ich mir an den Titel erstmal wieder gewöhnen, aber naja. Wir haben nur noch einen unserer momentan vier Gegner vor uns und... Ja. Den habe ich nicht ohne Grund als letztes übrig gelassen. Phoenix Magnian. Im Power Room. Es gibt keinen Weg, ganz näher Arcadia auszulöschen. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass es eine Waffenfabrik in einer Stadt, dass sich eine Waffenfabrik in einer Stadt befindet, die 100 Kilometer nördlich unserer Widerstandsbasis liegt. Wir haben einen Kernreaktor gefunden, der die Elektrizität der Fabrik. In der Nähe der Fabrik liegt und diese mit Elektrizität speist. Wenn wir den Kernreaktor zerstören können, wären wir dazu in der Lage, die Zahlen ihrer feindlichen Soldaten zu minimieren. Oder zu reduzieren. Also wenn es jetzt noch nicht ekelhaft genug war, spätestens jetzt wird es das, denn das ist eine der schlimmsten Missionen im Spiel in meinen Augen. Warum? Das kriegen wir gleich mit. Zerstöre alle Kernreaktoren, um die Funktionalität der Fabrik zu stoppen. Wirklich zu stoppen. Momentan gibt es vier Kernreaktoren. Vier intakte Kernreaktoren. Momentan. Aber nicht mehr lange. So, jetzt darf ich mich erstmal wieder hier ran gewöhnen, an die Lenkung hier. Es ist ein Weilchen her. So, und hier haben wir eine neue Mechanik, neue Gegner, nämlich diese Telly-artigen Gegner. Und wie ihr sehen könnt, detonieren diese, wenn sie auf irgendetwas treffen. Und wir können damit Wände zerstören. Und ja. Wie ihr seht, müssen wir das auch. Es gibt ja auch allerlei Geheimgänge, die man damit offenlegen kann. An diversen Stellen kann man die Decke zerstören und... ja, allerlei. Also... ich sag mal, wer in diesem Level alle Cyberelfen haben möchte, der hat gut zu tun. Wer hier alles haben möchte, der ist ein Weilchen beschäftigt. Au. So, und unser Ziel sind diese Reaktoren. Wow. War gerade überrascht, dass ich da ohne Schaden gekommen bin. Mist. Die müssen wir zerstören und eigentlich hätte ich den hier gerne übrig gelassen, wenn ich ehrlich bin. Weil es nämlich bezüglich dieser Reaktoren so einen kleinen Kniff gibt, den man ausnutzen kann. Aber gut, das wird mir nicht gegönnt. Okay, das war anders geplant. So in der Art, schon eher. Naja, da kann man zwar ganz gut gezielt angreifen, aber wow. Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da oben auf der Plattform landen würde. Sehr gut. Ein Generator zerstört und schon Game Over. Wie gesagt, spätestens bei der Mission hier wird es jetzt durchaus einige Game Overs geben. Das werden wir auch wahrscheinlich nicht unbedingt in einer Folge hinkriegen. Insbesondere angesichts des Schadens, den wir hier fressen, meine Güte. Es
gibt ja schon viel, was man machen kann bezüglich dieser Telisama. So. Die Elfe gibst du uns eh noch einmal, ne? Ja. Yeah. Nicht, dass wir die für irgendwas brauchen würden, aber... Ne? So, genau. Dafür konnte man die nämlich auch nutzen, um hier diese Stacheln zu zerdeppern. Das möchte man auch. Aua! Stimmt eigentlich. Wieso habe ich nie diese Türme damit erledigt? Ist doch eigentlich nützlich. Aha. Ja, ich glaube, dann nehme ich jetzt sogar diesen anderen Weg. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Blinde Sprünge sind immer was Schönes. Übrigens. So. Gezielten Angriff mit den Dingen. Wenn möglich, den Buster nutzen. Hier ruhig ein bisschen mutiger sein und weitergehen. Ansonsten nimmt das ein unschönes Ende. So. Dankeschön. Ja, zumindest an der einen Stelle wollte ich jetzt ein bisschen den Kniff nutzen. Ich war gerade am Überlegen, was hat er jetzt vor? Ich schätze mal, das ist genau die Wirkung, die man erzielen wollte. Dass man als Spieler kurz Angst bekommt. Okay. Die Kristalle brauchen wir nicht. Die braucht nicht niemand, aber wir brauchen sie nicht. Alles gerade sehr ominöse Gänge hier. Der Boden wirkt zerstörbar. Als ob wir lauter optionale Räume. Ah ja. So. Das wär's mit dem Reaktor. Nummer 2. Toll, oder? Ja, finde ich auch. Der war schön. Ich darf halt auch nicht vergessen, wir haben eigentlich nur einen Energietank, ne? Gut, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich es gerne vermeiden, ihn zu benutzen. Heieiei. Wie soll man den Schüssen denn ausweichen? Langsam wird's affig.
Dann ballern wir halt einfach stur drauf. Ich dachte, ja, okay, gehen wir das Ganze ein bisschen mit Technik und Taktik an, aber okay, wenn wir nicht sollen, dann sollen wir nicht. Dann sollen wir halt nicht. So, was haben wir denn hier? Einen kaputten Reaktor. Ja, Mensch. Okay. Recht viel deutlicher konnte man uns kaum sagen. Geh wieder weg. Ich werde mich jetzt aber trotzdem mal kurz an diesen Ghoul-Gegnern hier auffüllen, wenn es genehm ist. Dankeschön. Ich glaube, dem Boss hier, bei dem Boss dieses Levels, komme ich nicht wirklich drum herum, einen Energietank zu nutzen. Och nein, der Raum. Hat es irgendwas gebracht, die Dinger zu erledigen? Ich glaube tatsächlich nein. Auf jeden Fall mal da nochmal eine Reaktortür. Ihr seht, was ich vorhab. Okay, dann halt so. So, der ist noch übrig. Nummer 4. Tja. Und damit habt ihr den Grund, warum ich unbedingt den Kniff ausnutzen wollte in diesem Level. Denn im Raum des letzten Reaktors erscheint unser Boss. Und naja, wenn ihr mal so ein bisschen auf den Boden der Räume geachtet habt, naja, hier sind ein paar weniger dieser komischen Klappen. Was tust du hier? Wie kannst du Nares wagen, in meinem Gebiet herumzustreifen? Ich bin Phönix Magnion. Nun, für diese Frechheit wirst du bezahlen. Mit meiner Phönixflamme. Ich werde deinen bösen Verstand mit meiner Flamme reinigen. Ja, und der hat auch noch so viele Lebenspunkte. Okay. Scheiß drauf. Keine Nostalgie-Attacke. Nichts machst du. Und? Entschuldigung, aber ich hatte in der Vergangenheit so viele Probleme mit diesem Gegner. Ich bin ein Phönix. Ich werde zurückkommen. Wieder und wieder. Bis du für diese Frechheit bezahlen wirst. Ja, übrigens, wir werden mit diesem Level so viele Probleme haben, dass wir ihn in der Hälfte der Zeit der anderen Level schaffen. Ja, und auch noch eine Steigerung in unserem Rang kriegen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich freue mich ja, dass wir ihn besiegen konnten. Die Sache ist die. Früher hat er
immer diese anderen Attacken gemacht. Und gut, man muss halt dazu sagen, wie gesagt, ich hatte halt diesen Kniff ausgenutzt. In dem anderen Raum wäre der ganze Boden voll gewesen mit diesen Lavateilen. Wenn da regelmäßig diese Feuerschüsse von unten daherkommen und man sich immer wieder richtig positionieren muss, dann ist dieser Kampf wesentlich schwieriger, glaubt es mir. Ich habe ihn mir jetzt nur leichter gemacht. Ich danke dir vielmals, Zero. Eine weitere Sorge wurde dank dir übernommen. Unsere Operationen gehen sauber voran. Ich bin mir unseres Erfolges nun sehr sicher. Dank dir haben wir die Vorbereitungen für unsere vollständige Attacke durchgeführt. Überlass nun alles uns. Du kannst deine momentanen Daten speichern und dich ein wenig ausruhen. Du hast es verdient. Was ist los? Nichts weiter. Speichern können wir nur bei Seal. Deswegen gehe ich ins Labor. Hallo Seal. Was ist los? Bitte erzähl mir, was du tun möchtest. Daten speichern. Ja, bitteschön. Reicht dir das jetzt schon? Yep. Wir sind bereit, das Feuer zu eröffnen, Sir. Wir warten auf Ihr Signal, Sir. Nun. Die Zeit ist gekommen, einen massiven Angriff gegen Neo-Arcadia zu beginnen. Oder vielleicht ist es besser zu sagen, dass es Zeit ist, es ein für alle Mal zu zerstören. Ich bin glücklich, ansagen zu dürfen, dass wir die Operation Gerechter Schlag durchführen werden. Es war ein gemeinsames Vorhaben. Aber ich würde besonders den Leistungen von Zero danken. Nun, meine Damen und Herren, beginnt! Warte! Was ist, Miss Seal? Ist das nötig? Müssen wir das wirklich tun? Wenn wir einen vollständigen Angriff durchführen, werden die Schäden so hoch sein? Es tut mir leid, aber das ist der Preis, den wir für unsere Zukunft zahlen müssen. Es ist traurig. Seals Forschung wird bald beendet sein. Sobald die alternative Energie entwickelt wurde, verliert Neo Arcadia ihren Grund, uns anzugreifen. Werden Sie uns etwas mehr Zeit verschaffen? Oder geben eher? Das ist nichts weiter als eine süße Illusion. Wenn eine alternative Energie entwickelt würde, und wenn wir sie Ihnen kostenlos geben würden, ich denke nicht, dass Neo Arcadia uns Gnade zeigen würde. Aber... Ruhe! Ich entschuldige mich für meine Befehle, Miss Seal.
Aber Sie müssen sie befolgen. Es... Ich... Ich mache mir Sorgen um euch Reploiden. Um Messier. Und um die Widerstandskämpfer. Ich will nur das Beste für euch alle. Alle Truppen, eröffnet das Feuer. Schwärmt aus! Alle Truppen, öffnet nun das Feuer. Verstanden. Ich gehe zur Frontlinie, um die Kommandos zu geben. Transferiert mich. Ich bereite den Transfer vor. Macht euch keine Sorgen. Wir können das hier später erklären. Wenn das alles vorbei ist, ich würde gerne... Beginne Transfer. Was auch immer El Paiso da sagen wollte. Zero, willst du Kommandant El Paiso folgen? Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Zero, bitte. Werden Sie auf ihn aufpassen? Na klar doch. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen, Zero. Bereiten den Transfer vor. Mhm. Wir gehen den Transfer. Jupp, das kennen wir ja schon. Viel Glück. Mhm, ich werde es brauchen. Mhm, da sieht man, was mit unseren Leuten passiert ist. Allesamt sind sie erledigt worden. Ihr habt gesehen, wo die Elfe ist. Ihr könnt euch denken, wie man sie sich holen muss. Das muss ich mir nicht antun. Gut, dass wir hier keine Eisböden haben. Lass ich mich denn von diesen Fledermaus-Gegnern so treffen? Das gibt's doch nicht. Und was könnte man denn sonst gerade noch zu dem Spiel sagen? Ja, die Sache mit diesen verschiedenen Formen, die man da erlangen kann. Ich meine, wir kriegen nur die Protoform, aber es gibt halt viele verschiedene. Es gibt auch eine, die zum Beispiel die Chance erhöht, das Lebenspunkte-Päckchen, das war sehr gerecht, das Lebenspunkte-Päckchen fallen gelassen werden können. Es gibt eine, die einen prinzipiell schneller macht. Es gibt eine, die den letzten Schlag einer Schlagkombination zu einem Schlag nach oben werden lässt. Und die haben natürlich auch alle unterschiedliche Attribute. Die drei Attribute, die wir eh schon gesehen haben. Ach so, wenn du nicht gerade in der Luft bist, willst du dich nicht festhängen. Alles klar, Zero. Merke ich mir. Und wir haben keine Leben mehr. Sehr gut. Alles perfekt. Ich sollte einfach prinzipiell bei jedem Sprung, den ich mache, zuhauen. Natürlich keine Lebenspunkte, warum auch? Hab sowas gar nicht nötig. Hm.
wie er gewartet hat, ne? Ganz hämisch. Oh nein. Klar. Gut, dass ihr alle immer auf die exakt selbe Art und Weise funktioniert. Da bin ich sehr froh darüber, das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, durchaus. Okay, kleinen Moment. Es ist natürlich wieder weg. Nee, ist es nicht. Kleinen Moment. So. Ich musste nur kurz ein kleines Viech erledigen, das ich meinte, auf den Bildschirm setzen zu müssen. Seid ihr schon mal an dran krepiert, dass euer Charakter ein Heilpäckchen aufgehoben hat und deswegen kurz das Spiel angehalten wurde und ihr im Nachhinein nicht mehr die richtigen Eingaben gemacht habt? Ist mir oft genug passiert. Wer hat eigentlich die dämliche Idee, hey? Hey? Während bei denen die Schale kaputt geht, können die keinen Schaden kriegen. Wer hatte diese brillante Idee? Dasselbe Genie, das sich überlegt hat, hey, die Fledermäuse könnte man alle so platzieren, dass der Spieler perfekt in sie reinfällt, wenn er nicht aufpasst. So, also jetzt wäre ein Halbdeckchen ungemein praktisch, muss ich sagen. Ich war gleich wieder von so einem... So sehe ich nicht aus. Aber so sehe ich aus. War klar, dass ich mal wieder an so einem Gegner sterben würde. Ich halte immer kurz vor ihnen an, um nicht in sie reinzulaufen. Und dann kriege ich immer Schaden, weil sie zuhauen. Es ist unfassbar, wie oft ich mittlerweile an diesen Gegnern verreckt bin. Also allgemein gesehen. Wobei, ich glaube, in dem Let's Play waren es auch schon wieder viel zu viele Male, dass sie mich überhaupt erwischt haben. Sie machen halt eigentlich überhaupt nicht viel. Sie stecken eigentlich nur mit ihrer Waffe zu. Mehr machen die nicht. Weil die Trefferkiste von der Waffe schon relativ groß zu sein scheint, dafür, dass eigentlich nur so ein Stäbchen ist. Na, was soll man gegen die Fledermaus anständig machen? Da fliegt man doch immer rein. Okay, wenn man zu nah an der Decke dran ist, will er sich auch nicht festhalten. Ich hasse den Chain Rod. Er hat so seine Situationen, in denen er tatsächlich sowas nütze ist, aber wenn es darum geht, sich an irgendwas festzuhängen, meine Güte, geht das Ding mir auf den Keks. Das hier ist wirklich kein langes Level. Das sollte ich eigentlich hinkriegen können. Und das werde ich jetzt auch noch machen. Das Level hier bringe ich jetzt noch zu Ende. Ich werde mich jetzt nicht hiervon unterkriegen lassen. Soweit kommt's noch. Natürlich wäre ich wieder getroffen. Wie sollte es auch anders sein? So.
Meine Fresse, könnte das nicht einfach mal funktionieren? Herrschaftszeiten. Wegen einer blöden Chainroad-Stelle. Oder soll ich einfach mal so probieren, mit dem Sprintsprung durchzukommen? Ich habe halt Angst, dass ich gegen die Decke knalle und dann in den Stacheln lande. Dass es halt gerade so nicht reicht. Wahrscheinlich hätte ich es die ganze Zeit ohne Chainroad machen können. Bin nur nicht weitergekommen, weil ich mich nicht getraut habe. Schön, wenn ich jetzt gerade ein bisschen wortkarg bin, aber okay, wir hören, wenn ich den noch getroffen habe, aber getroffen ist getroffen, würde ich meinen. Ach ja, Chainrod. Wir wären einfach keine Freunde mehr. Ja, ich wäre auch so rübergekommen. Gut, ein Haufen Zeit verschwendet wegen nix und wieder nix. Nur weil ich mal wieder zu feige war. So. Ja, Mensch. Ich denke, ihr seht schon, dass das mit den Trefferkisten bei den Teilen immer so ein bisschen problematisch ist. Und ja, wer hätte gedacht, jetzt kommen die halt alle nacheinander. Ah, so rum hat er auch funktioniert. Warum bin ich nicht mehr nach links gegangen? Eine Blamage nach der anderen. Aber hier noch brauchen wir keine Folge benennen, also bringen wir es zu Ende. Okay. Dann fangen halt früher an zu schießen als normalerweise üblich. Und ich weiß, dass ich gegen den Gegner auch den Chainrod einsetzen könnte, aber hier geht es ein bisschen ums Prinzip bei dem Gegner. Bei dem Gegner geht es ein bisschen ums Prinzip bei mir. Theoretisch könnte man bei diesem Projektil auch dazwischen durch, aber da habe ich nicht wirklich Lust dazu. Ich glaube, man kann es nachvollziehen. Ist ja der zweite Golem erledigt. Und natürlich gibt es auch den dritten noch. Zwischendurch schlägt er dann einfach nicht. Mach hinne. Meine Güte. So.
Schön, dass er schon keine Trefferkiste mehr hat. Und auch schön, dass die Musik bei denen einfach nicht aufhört. Und falls sich jetzt jemand fragt, wo wäre denn der Boss eigentlich vorgekommen? Ja, der wäre bei Phoenix Magnion eigentlich vorgekommen, aber das habe ich einfach mal nicht passieren lassen. Bei Phoenix Magnion hätte man theoretisch einen, ich glaube, das war ein optionaler Bereich, den man da finden hätte können, und da hätte sich der befunden. So. Schluss auch mit dem dritten Golem. Meine Güte. Das war wieder eine Plackerei. Perfect Edge. Ja, ich glaub's auch. So. Na, überall haben wir die Soldaten gesehen, aber El Paiso waren irgendwo zu finden. Wo steckt der Kerl? Da ist er. Und drei Gestalten, die man aus dem ersten Teil noch kennt. Warum bist du so spät dran, Zero? Ich war so gelangweilt, dass ich all diese Widerstandssoldaten verschrotten musste, um mir die Zeit zu vertreiben. Alles, was übrig ist, ist nur dieser eine eingebildete ehemalige New Arcadia-Städter. Zero! Ich hab schon viel zu lange auf dich gewartet. Ach, die waren zu schwach, um Spaß mit ihnen zu haben. Ich wollte gegen dich antreten. Warum haben wir ein bisschen Spaß miteinander? Stopp. Was? Bist du gekommen, um diesen Reploiden zu retten, Zero? Ja. Was kümmert es dich? Selbst wenn du ihm hilfst, werde ich dir nicht danken. Und wenn er lebt, werden noch mehr Widerstandssoldaten sterben. Ich werde diesen Reploiden retten. Ich werde keine Widerstandssoldaten mehr sterben lassen. Ha, wie gierig. Ja, kannst du das wirklich ganz alleine anstellen? Notfallruf. Notfallruf für Zero. Ein unidentifiziertes Objekt bewegt sich schnell fliegend auf die Widerstandsbasis zu. Kehre sofort zur Basis zurück. Oh, kannst du es hören? Ein Bomber. Luftschiff befindet sich direkt auf dem Weg zu eurer Basis mit einer speziellen Bombe. Bomben zu benutzen ist nicht mein Stil. Aber im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Aber die Widerstandskräfte haben einen Fehler gemacht, der nicht vergeben werden kann. New Arcadia, oder sollte ich sagen, die Menschengesellschaft ist nichts, wogegen sich Reploiden stellen können. Wenn sie es tun, müssen sie ausgelöscht werden. Operator, transferiere uns zurück zur Basis. Verstanden. Beginne Transfer. Zero. Ich denke nicht, dass es gerecht ist, die Widerstandskräfte zu zerstören. Aber solange sie versuchen, sich den Menschen zu widersetzen, ist es mein Ziel, sie zu zerstören. Ach ja, Hapuya. Wir haben Verletzte. Bringt das Notfallkommando.
Transfer vollständig. Abgeschlossen. Weiter in Alarmbereitschaft. Das große feindliche Luftschiff nähert sich. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 10 Minuten. Ich werde mich darum kümmern. Bereite dein Shuttle vor. Verstanden. Zero wird einschreiten. Bereite dein Luftschiff für den Abflug vor. Ich komme mit dir, Zero. Ich habe gehört, dass es eine spezielle Bombe transportiert. Ich denke, dass du sie nicht einfach zerstören kannst. Du musst sie neutralisieren, bevor du sie zerstören kannst. Nein, das ist zu gefährlich. Zero, du kannst mutig tun. Solltest nicht gedankenlos sein. Du weißt, dass wir keine andere Wahl haben. Ja. Nutze einen tragbaren Transfer. Ich lasse es dich wissen, wann. Und an dieser Stelle werde ich nun mal wieder eine Überlängenfolge beenden. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die nächste Mission. Ich kann schon sagen, spätestens jetzt wird's. Wo ich vorher gesagt habe, es wird unangenehm, jetzt wird's noch schlimmer. Also, wirklich schlimm. In dem Sinne, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Mega Man Zero 2 im Hard Mode. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.